mit Graf und Zackenplatz. Raten Sie einmal, werte Zuhörer, wie viele Siege alle Streitkräfte unserer Welt bislang gegen die marsianischen Eroberer errungen haben. Einen. Ach, jetzt haben Sie schon verraten. Nur einen? Erscheint mir beinahe ein wenig dürftig. Einzig allein dem General ist es gelungen, einem Trupp Soldaten genügend Barmherzigkeit einzuflößen, um es mehr in dieser schrecklichen Kriegsmaschine aufzunehmen. Und nur seiner unkonventionellen Art ist es zu verdanken, dass wir unseren Feind derart viele Schnippchen schlagen konnten, um uns auf dieses vulkanische Eiland zu retten. Ach, Magwitz, mir wird ganz warm im Gemüte, wenn ich mich so ergriffen von seiner Leine anglotzt. Unkonventionell? Mir fallen da ganz andere Diagnosen ein. Aber ich beginne zu verstehen. Sie werden noch viel mehr verstehen, wenn Sie erst einmal die ganze Insel besichtigt haben. Aber nun gestatten Sie mir, mich zu entfernen. Der Präsident benötigt seinen Schlaf. Herr Präsident, es ist Zeit. Oh, fein, das Schlaflied. Ja, aber erst schlüpft mir das feine Nachti-Nachti-Hemd und setzt die Mütze auf. Hurra! Ja, er übernimmt jetzt die Rolle von Schleicher sozusagen und umsorgt ihn liebevoll. Wie soll man denn darauf reagieren? Wie den enormen Vogel der Siegesgewissheit in mir aufbrannten. Irgendetwas neue Soldaten scheint durch die Welt anders wahrnehmen zu lassen als uns. Autsch. Wie lebt ihr? Hinterhältige Sticklauerei. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Wie meinen? Das wird ein herrlicher, trockener Dörrfisch. Ja. Das kennen wir schon. So. Ich erkunde jetzt hier noch ein bisschen die Insel. Und Chester überlasse ich dann die Höhle, wo es dann weitergeht. Gehen wir erstmal hier rein. Achtung! Explosive Schafe! Nicht reizen! Wir machen's mal. Oh nee. Erstmal noch nicht, denn gibt ja noch eine Sidequest dazu. Wo wir die ernten dürfen. Autsch! Ist ja kochend heiß! Eventuell mal gucken, ob die jetzt schon möglich ist, diese Sidequest. Wenn ja, mache ich sie. Ist nämlich ziemlich lustig. Ist jetzt sie noch dran, Schatz? Ja, die sind ein bisschen fies. Das Rohr ist auffallend warm. Und der Bodenfläche, rohrförmige Seitenwand, enthält Feuchtigkeit. Beeindruckend, wie sie die Rätsel ihrer Umgebung entschlüsseln. Selbst den Wassereimer haben sie geknackt. Dieser Sarkasmus, diese Ironie, ich liebe es. Und zur Belohnung dürft ihr den Wassereimer in eurem Inventar verstauen. Vielen Dank. Der Duft dieses Eimers voller Fischköpfe trägt ganz entscheidend zu einem Wunsch, bei schnell weiterzugehen. Ja, ich kann's verstehen. Gehen wir hier rein. Gucken, welche Berühmtheiten wir hier so treffen. Kennt ihr die beiden noch? Also ich schon. Hat man Töne, und da stehen sich die Produkte meines Genies durchwühlen. Das ist der Original Edison. Gaffendes Volk in der Weihestätte des Wissens. Kerl lebt wieder. Dachte, er wäre im Orient-Express von gehöriger Harpune erlebt worden. Liegt worden. Aber Schatz, wir haben dir auch davon erzählt. Es war gar nicht Edison, sondern das Phantom. Ich habe nicht die Zeit, mich dem langwierigen Geschäft ihrer begrenzten Geister auszusetzen. Na, an Benim kommt dieser Flegel seiner Kopie aber gefährlich nah. Was haben sie eigentlich für eine bedeutsame... Was halten sie eigentlich für bedeutsam genug, um mein Genie von Wichtigem abzuhalten? Was ist das für ein Ort? Auch auf die Gefahr hin, das Fassungsvermögen ihres Hirnkastens zu sprengen, seid dennoch gesagt, dass sie sich just in diesem Moment im Olymp des Fortschritts aufhalten. Wie meinen? Es ist eher bloß albern heute mit etwas Inventar. Sie liefern nur einen weiteren Beweis ihrer Beschränktheit. Andernfalls wüssten sie natürlich, dass es meine Präsenz ist, diesen Ort zu etwas Besonderem adelt. Ist ja auch gar nicht eitel oder so. Wo ich weile, hat der Fortschritt seinen natürlichen Mittelpunkt. Nach all dem müsste ihnen aufgefallen sein, wo sie sich befinden.
ist wohl sein Labor. Bravo! Diesen bei Gelegenheit belohne ich sie mit einer Erdnuss. Naja, ne? Magwitz Affe? Hatten wir ja schon gehabt, ne? Ich sag nur Uni. Damals, wo wir aufgebrochen sind. Was reibt ihr überhaupt? Ich besorge ihr nichts Geringeres als den Fortbestand der menschlichen Art. Wenn Watson deinem Schaf? Hey, Edison, wie können Sie es wagen in Gegenwart einer Dame? Da sieht man es wieder. Das neurale Netz des gemeinen Primaten ist ganz auf Paarungsaktivität geeicht. Ungeachtet Dinge, die ihre vorzeitlichen Instinkte ihrer Fantasie beimengen, geht es mir bei einer so gewichtigen Aufgabe wie dem Bestanderhalt nicht um die triebhaften Komponenten. Ich sorge mich um die technischen Aspekte des Überlebens, fernab der gewohnten Gütermengen und Rohstoffzufuhren, auf die unsere Zivilisation doch so ganz abgestellt ist. Wie mein... Daneben noch kindgerechter. Ich habe einen Weg ersonnen, wie aus Schafen Kohle zu gewinnen ist. Frag mich nicht, wie er das gemacht hat. Der Fortschritt kann nur so weit laufen, wie ihn die Kohle trägt. Ohne Energie erlahmt die Bewegung. Bei langer Erklärung. Eine Erklärung dürfte Sie heillos überfordern. Aber geben Sie Acht, ich werde es demonstrieren. Watson, Kohle! Ja, Bruderherz, ich eile. Boom! Wie Sie sehen, es ist mir Glück, Explosionsschafe zu züchten. Sobald sie reif sind, ist es dank ihrer schreckhaften Natur ein leichtes, sie zu verkohlen. Ohne diese geniale Erfindung ständen wir immer noch ganz in alleiniger Abhängigkeit von der vulkanischen Hitze. Ah, da fällt mir ein, dass eine neue Ernte eingebracht werden muss. Watson! Ach nein, man muss das Experiment beobachten. Wenn sonst sogar Watson die Ernte zu Wege bringt, müsste es doch jedem gelingen. Wenn Sie die Ernte übernehmen? Melde mich zum Explosionsdienst. Gut, dann werde ich Ihnen die denkbar einfache Aufgabe erklären. Vor der Hütte ist ein kleines Gatter mit Explosionsschaf. Sobald sich eins dem Zaun nähert, erschrecken Sie es. Das erlegt die Natur. Die Hauptsache ist, Sie erwischen das Schaf direkt am Zaun und es sieht Sie. Ein schön gearbeitetes Missing-Mikroskop, das sicherlich eine Vergrößerung bis zum 100-fachen gestattet. Wieso auch immer dieses Event jetzt mit ausgelöst wurde. Ich hab's nicht, angequatscht. Egal, wollen wir doch mal. Zack. Was für ein reizendes Tier. Seht nur, wie flauschig seine Wolle ist. Boom. 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 Komm her, Schafi, Schafi. Komm her. Boom. Komm, noch zwei. Lass uns weitergehen. Der Klumpen sieht mich so vorwurfsvoll an. Ja, nicht ganz. Wir müssen ja die Ernte besorgen. Wir haben es ja versprochen, ne? Mann. Ja, wollt ihr wohl? Boom. Eins noch. Boom. Das war's. Ernte erbracht. Haben Sie die Schafe endlich verkohlt? Hätte ich gewusst, wie lange sie zu benötigen, wäre ich wohl doch besser mit der Hilfe des evolutionären Irrwegs, den mein Bruder darzustellen beliebt, bedient. Ein einfaches Danke bringen Sie offenbar schwerlich über Ihren spottgewohnten Mund, mein Herr. Suchen Sie es im Lunde aus der Kiste aus. Aber schnell, ich habe zu tun.
Ein Geschenk. Außerdem halt ihr noch 100 Erfahrungspunkte. Yay, also insgesamt 150. Suche dir etwas aus. 5 Knallfrösche, 5 Springtäube, 2 Druckluftkanister. Ich würde gerne die Druckluftkanister nehmen. Einfach, weil wir die dreimal benutzen können. Jeweils. Kohle. Ja. Gut. Ich will dann mal sagen, ich beende hier die Aufnahme. Und übergebe dann wieder an Chesra, der dann die Republik Vulkanien etwas genauer erforschen darf. Und eventuell auch den einen oder anderen Kampf noch vor sich haben wird. Na, wird er dann sehen. Bis dahin, Leute, und ciao, ciao.